Zusammen. Im Haus der Julius Schreiber Stiftung in Göttingen sind die vier Studenten auf der Suche nach Clara Winkler auf ein schwer verletztes Mitglied des Konvents gestoßen. Alle Spuren deuteten auf das Tagungshaus im Harz, sodass die vier unverzüglich dorthin aufgebrochen sind. Vor Ort, am Tagungshaus der Stiftung, haben sich die Befürchtungen bestätigt und eine übel zugerichtete Leiche liegt neben dem Haus. Doch damit nicht genug. Der unbekleidete Tote hat auch noch große Ähnlichkeiten mit dem Gaffer aus Göttingen, den sie am Mittag noch durch die Straßen der Stadt gefolgt sind. Leicht grün im Gesicht spielt Lars den angehenden Ingenieur Fritz Stöckle. Hallo. Von der Leiche fasziniert untersucht Matthias als Otto von Horn mit medizinischer Fachkenntnis den Vorfall. Hallihallo. Thomas ist als Wilhelm Richter im Tagungshaus auf der Suche nach seiner Cousine Clara. Servus. Und ihn begleitet Jens als Biologiestudent Albert Wolf. Guten Abend. Mein Name ist Michael und damit begeben wir uns wieder im Mai des Jahres 1925 auf das Gelände des Tagungshauses des Julius-Schreiber-Konvents nach Herzberg im Harz. Konnte man eigentlich ausmachen, wie lange die Leiche da schon liegt, beziehungsweise wann ungefähr der Mensch gestorben ist? Du bist Mediziner, oder? Ja. Bitteschön. Nee. Das ist mir zu viel. Das ist um einen Punkt verfehlt. Du kannst natürlich gerne einen Glückspunkt ausgeben, um das auszugleichen. Also ja, das würde mich dann jetzt doch, ich muss wissen, wann er gestorben ist. Die Leiche ist kalt, sehr kalt. Die liegt also schon eine ganze Weile hier. Sie ist aber nicht in einem Verwesungsstadium oder so drin, sodass also auf Basis deiner Kenntnisse vom Studium du einschätzen würdest, naja, also wesentlich mehr als 3 Tage, 4 Tage liegt er noch nicht hier. Das muss also am Wochenende passiert sein. Mhm. Also das kann nicht der Mann von der Straße gewesen sein. Der hier liegt jetzt hier schon 3, 4 Tage. Ich würde mich so aus dem Fenster rausbeugen. Otto, hast du vielleicht einen Ausweis oder sowas gefunden? Der ist nackt. Keine Brieftasche, irgendwas in der Nähe? Ich würde noch mal ans Auto gehen, gibt's da ein Handschuhfach oder ob da irgendwas drin liegt. Jetzt würde ich auch mal aufmachen und reinschauen. Ja, im Handschuhfach von dem Auto findest du halt eine Straßenkarte, die Gegend rund im Harz halt zeigt. Und ein paar Handschuhe, Lederhandschuhe. Wilhelm, was denkst du, waren das Zwillinge? Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Möglich wär's, aber ich kann mir da echt keinen Reim drauf machen. Habt ihr Clara schon gefunden? Nein, kommt mal rein. Lasst uns gemeinsam die anderen Räume durchsuchen. Wir sollten, also ich hab echt kein gutes Gefühl mehr. Wir sollten uns wirklich beeilen. Ja, kommt nur rein. Wir schauen schnell durch. Wir werden sie schon finden. Ist das übrigens, das Gebäude ist einstöckig, oder? Zweistöckig, okay. Ja, dann gibt es hier irgendwie einen Hintereingang an der Küche oder so? Also gibt's irgendwie so einen Hintereingang halt? Nein, es gibt nur, soweit wir sehen können, bisher nur den Eingang auf der Vorderseite. Ja, dann nehme ich den auch. Vielleicht sollten wir einmal noch ums Haus laufen, Otto. Ja, dann tut das. Lauft einmal rundherum und wenn ihr keinen zweiten Eingang findet, dann kommt über den Vordereingang. Dann aber schnell. Ich würde eher vorsichtig sagen, wie schnell. Wer weiß, ob das Viech, das den angefressen hat, noch hier irgendwo in der Nähe ist. Vielleicht haben wir es ja gestört, als wir kamen. Oh, eine Frage noch. Sind die Bisswunden nach dem Tod beigebracht worden? Ja. Und wie gesagt, es sind nicht nur einfach Bisswunden. Ne? Also eines seiner Beine ist quasi komplett aufgefressen worden. Aber schon nach dem Tod? Ja. Na komm, Fritz, dann los. Also ich versuche langsam und an der Hauswand entlang. Ansonsten, was mich hier an der Küche noch interessieren würde, ist, wirkt es so, als hätte da, also ist für irgendeine Mahlzeit vorbereitet, sind die Dinge irgendwie durcheinander, als ob da mittendrin während dem Kochen irgendwas passiert wäre, oder ist da alles schön aufgeräumt und weggeräumt? Also die Küche ist offensichtlich benutzt. Okay.
so wie Studenten halt eine Küche hinterlassen. Da liegt ein bisschen schmutziges Geschirr irgendwo. Es ist nicht penibel aufgeräumt, aber es ist jetzt auch nicht chaotisch unordentlich da. Und es ist auch nicht so, dass irgendwie eine Mahlzeit da bereitet ist, die seit 2 Tagen wartet, gegessen zu werden oder so. Nein. Aber was die 2 Tage betrifft, die Essensreste auf dem schmutzigen Geschirr, die sind eingetrocknet, die sind hart. Mhm. Die Küche ist jetzt schon 1-2 Tage nicht benutzt worden, okay. Als ich mich da an der Hauswand entlang bewege, würde ich natürlich, wenn ich an dem Fenster vorbeikomme, immer einen Blick reinwerfen. Das kannst du gerne machen. Ich decke mal so grob immer so ein bisschen was auf. Also in der rechten hinteren Ecke, wo ich gerade befindet, das scheint ein kleiner Salon zu sein, stehen ein paar Sessel in einem Zimmer drin, eine Pflanze, ansonsten eher leer. Der erster Raum nach der Küche, das sind ja auch 2 kleine Fenster. Ja, beweg dich mal dahin. Du bist halt jetzt mitten im Flur, wie gesagt, das war ja eine Kreuzung. Auf der rechten Seite geht der Flur weiter in ein Treppenhaus zum Obergeschoss. Und auf der linken Seite geht es weiter zu einer doppelflügeligen Tür, vor der eine weitere Person am Boden liegt. Oh Gott, da liegt schon wieder jemand. Ist das eine Er oder eine Sie? Ein Er. Ich stürme da natürlich ebenfalls hin, würde erstmal ihn untersuchen ein wenig, ob er noch lebt, ob er tot ist. Er gibt mir erstmal die Stabilitätsprobe, ne? Natürlich. Die Leiche liegt auf dem Bauch. Meint ihr beide habt einen... Nee, nur der Albert hat einen Fehlschlag, genau. Richtig. 59 sollten es sein, 63 hast du geworfen, dementsprechend verlierst du ein B4. Und der Wilhelm, das passt, hat natürlich schon im Großen Krieg einiges gesehen und solche Verletzungen, wie der davon getragen hat, waren da durchaus an der Tagesordnung. Der Rücken ist also komplett zerschmettert, die Wirbelsäule ist partiell zu sehen, aber nicht mal in einem Stück, sondern... ja, regelrecht zerfetzt, zerschmettert, zerschlagen. Da hat jemand richtig gewütet. So, Albert verliert 3 Stabilitätspunkte. Wilhelm, das sieht nicht mehr nach einem Axtmörder aus, wenn du mich fragst. Was kann solche... Ich meine... Das sind doch harte, wuchtige, aggressive Schläge. Ich habe Granaten gesehen, die solche Dinge vollführen können, aber... Doch nicht in einem Haus. Ich verstehe das nicht. Ist die Leiche dieses Mal angezogen? Ja. Dann würde ich sie einmal durchsuchen. Nach Ausweispapieren etc., damit wir irgendwie feststellen können, wer das denn überhaupt ist. Das zeige ich dann mal gerade eben dem Albert. Und ich denke, dann mache ich auch direkt den Wilhelm dazu. Jetzt solltet ihr was als Handout haben. Derweil Fritz und Otto. Ihr bewegt euch also weiter um das Gebäude einmal rum. Ja, langsam erstmal um die Ecke lunzen, ob da irgendwas ist. Und wenn nichts wäre, einfach weiter langsam. Genau, also hinten, exakt auf der Rückseite vom Gebäude steht also ein kleiner Erker vor. Wenn ihr da durch die Fenster reinschaut, entdeckt ihr ein Büro, also steht zumindest ein schwerer hölzerner Schreibtisch mit einem passenden Schreibtischstuhl dahinter. Und ansonsten ist dieser Raum auch eher leer. Ihr wandert weiter rum an der Hauswand. Ja, weil ich würde mich auch immer wieder vergewissern, dass Otto bei mir ist. Bleib sehr nah bei ihm. Im Hintergrund hört ihr ein leichtes Donnergrollen. Es zieht also auch ein bisschen dunkle, schwarze Wolken auf. Es bedarf keines Meteorologiestudiums, um zu wissen, dass es wahrscheinlich in jedem Moment anfangen wird zu schütten. Und ja, auch zu gewittern. Ach, das muss doch jetzt auch nicht neu sein, dass es jetzt gewittert. Also bei jedem Donnerschlag zucke ich merklich zusammen. Es ist noch weit, aber es kommt immer näher halt, ne? So, es kommt eine lange Hauswand, in der keine Fenster drin sind. Ihr müsst erst wieder um die Ecke gehen. Ich würde immer, wie immer vorsichtig erst um die Ecke schauen, ob ich was sehe. Und wenn nichts ist, dann weiter. Genau. Und blickt dann in einen weiteren Salon. Was auch immer, steht ein Sessel drin. Ist eine kleine Bibliothek. Genau, jetzt sieht man es auch. Da ist also auch noch ein Regal mit jede Menge Büchern drin. Mehrere Regale. Das ist ein Lesezimmer. Ohne die Leiche an der Seite wäre das eigentlich ganz schönes Gebäude hier im Wald. Was meinst du?
Du bist verrückt. Albert und Wilhelm, ihr habt eine Notiz gefunden. Das muss dann wohl Arthur sein, oder? Es scheint so. Hier ist ein Schreiben vom Vorstand, vom Julius Schreiber, dass er die Erwartungen innerhalb des Konvents nicht erfüllt hat und zum 1.7. aufgekündigt wird. Wenn er das bei sich hatte, wird er das wohl gewesen sein. Hat er, weil... Aber warum ist er dann selbst? Hat er alle Leute hier in den Wald gelockt, um an ihnen irgendwelche merkwürdigen Dinge auszuprobieren, weil er wütend war auf das Konvent, dass er das Stipendium verloren hat? Aber wieso ist er dann selbst zu Schaden gekommen? Ich verstehe das nicht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, wir müssen uns beeilen. Abgesehen von Arthur war doch deine Cousine die Einzige, die noch rein theoretisch in diesem Haus sein sollte, oder? Oh mein Gott, hoffentlich ist ja nicht dasselbe passiert. Ja, lass uns weitersuchen. Lass uns weitersuchen, schnell. Hier in diesen Gang rein? Ja. Also wir würden dann nach links in dem T-Gang abbiegen und diese Doppeltür öffnen. Das ist der Raum auf der linken Seite vom Gebäude, in dem, von dem Fritz und Otto sich auch von außen halt einen Blick verschaffen. Es ist ein sehr großer Raum, der als Wohnzimmer, könnte man fast sagen, zu verstehen ist. Da ist ein großer Kamin drin, es sind diverse Topfpflanzen drin und Sitzgelegenheiten. Das, was aber direkt schon beim Eintreten halt auffällt, ist, dass in diesem Raum die Möbel ein bisschen beiseite geschoben worden sind und eine ganze Reihe an Kerzen auf dem Fußboden stehen. Kreidezeichnungen am Fußboden, ein großer Kreis, ein Pentagramm. Also, wenn man nicht von alleine drauf kommt, also hier hat wahrscheinlich irgendjemand mal sowas wie eine Seance oder sowas abgehalten. Und es ist erstaunlich kühl im Raum. Kühl bis kalt, aber auch hier riecht es ein wenig modrig. Ich würde erstmal furchtbar zusammenzucken, als die Tür aufgeht und die zwei in den Raum kommen, solange ich durchs Fenster schaue. Puh, es sind nur Wilhelm und Albert. Wenn ich, also ich blicke mich dann auch in dem Raum um und wenn ich ihn durchs Fenster sehe, dann winke ich ihm kurz zu. Ich glaube, dann können wir jetzt auch direkt vorne zum Eingang, oder? Ja, ja. Oh Gott, da liegt ja noch jemand. Da liegt jemand. Oh Gott, wer ist das? Ein weiterer junger Mann liegt da in der Nähe der Fenster. Auch er ist nach erster Begutachtung nicht mehr unter den Lebenden. Um ihn herum liegen einige Zettel am Boden, die im Grunde genommen alle in etwa so aussehen wie diese Notiz, also dieser kleine Notizzettel, handschriftlich ist drauf irgendwas draufgeschmiert worden. Fritz und Otto draußen, ihr seid einmal da ums Gebäude rumgelaufen und an einem Fenster vorbeigekommen, das eingeschlagen ist. Ihr seid also über eine ganze Reihe an Scherben drüber getreten, die unter euren Füßen knirschen. Das Fenster ist also irgendwie eingeschlagen worden. Also eingebrochen ist hier keiner, da ist eher einer ausgebrochen, sonst würden die nicht hier draußen liegen. Vielleicht hat irgendjemand was gegen das Fenster geworfen. Ja, aber die Lage der Scherben würde es durchaus schon nahelegen, dass also damit Wucht das Fenster von innen nach außen geöffnet worden ist. Ich würde mich da mal bei den Scherben um, ob da irgendein Gegenstand liegt, der da vielleicht durchgeflogen ist. Ein Stuhl liegt noch da daneben. Und die Scherben sind teilweise auch blutig. Sind alle verrückt geworden hier. Was ist hier passiert? Das ist Wahnsinn. Meinst du, das war vielleicht die Verletzung von dem Ferdinand erst, dass der durch das Fenster ist und dass das eher ein Schnitt mit einer Glasscherbe war anstatt einer Axt? Nee, dazu war das zu groß und zu grob. Das Scherbenschneiden viel kleiner. Das ist... Ich weiß es doch auch nicht. Und wir sehen jetzt aber auch die Leiche, die da drin liegt. Ja, die könnt ihr auch sehen, ja. Zwar nicht so deutlich, weil er halt außen steht und ein bisschen weiter weg, aber ihr seht es jetzt ja auch. Da scheint noch jemand zu liegen. Vielleicht müssen wir helfen. Ja, aber ich würde durch das kaputte Fenster... Lebt er noch? Nein, ist auch nein. Tot. Nein. Und auf den Zetteln umherum steht lauter komisches Gebrabbel in Latein. Und dieses Zatogua ist wieder
Es steht da auch drauf, offensichtlich irgendeine komische Beschwörungsformel. Die stammt bestimmt aus diesem Buch. Wartet, ich würde sagen, wir kommen auch rein. Oder was meinst du, Otto? Ja, ja, los, lasst uns rein da, bitte. Aber schneidet euch nicht, falls ihr durch das Fenster steigen wollt. Na, kommt lieber über die Tür. Und ich bleib erstmal erstarrt stehen, nachdem ich die dritte Leiche sehe. Oh, noch einer? Ja, schaut nicht hin. Was mit seiner Wirbelsäule passiert ist, ist unglaublich, unfassbar. Ich kann mir das absolut nicht erklären. Ich weiß nicht, was die hier gemacht haben. Also ich weiß nur, dafür ist einiges an Kraft und Gewalt nötig, um einen Menschen so zuzurichten. Das dürfte übrigens Arthur sein. Wie kommt ihr da drauf? Wir haben einen Zettel bei ihm gefunden, der sagt, dass er mit 1.7. aus dem Julius-Schreiber-Konvent, also dass sein Stipendium beim Konvent nicht mehr verlängert wird. Ich drücke Ihnen den Zettel auch mal in die Hand, damit Sie es auch sehen. Meint ihr, dass er vielleicht Amok gelaufen ist? Und hier? Ja, daran habe ich auch schon gedacht, nur wieso, was ist dann mit ihm passiert? Und ich deute auf die Treppe, dass er die Treppe runtergefallen ist? Ja, aber das führt doch nicht zu solchen Verletzungen. Sieh dir das an, ich kann gar nicht hinsehen, aber das sind einzelne Wirbel gebrochen. Die stehen heraus, das ist ja... Okay, hör auf, ich will es gar nicht hören und ich heb mir die Ohren zu. Sagt mal, ist euch eigentlich auch so kalt? Mich friert's am ganzen Körper. Es riecht hier komisch. Ja, das ist mir auch beim Reinkommen aufgefallen, aber... Ja, die werden hier draußen ja sicherlich keine Heizung haben. Einen Kamin oder so, habt ihr irgendwo sowas gesehen? Nein, aber komm einfach mal in diesen Raum rein. Es ist, als ob die Temperatur schwankt zwischen dem Flur und diesem Raum. Hier in dem großen Zimmer gibt's einen Kamin, aber... Du hast recht. Es lässt sich physikalisch gar nicht... Es sei denn, das eingeschlagene Fenster. Mhm, genau. Das macht Sinn. Ja, aber wir haben Mai. Wie ist denn die Außentemperatur genau? Frisch. Wie gesagt, es hat ja auch sich jetzt wieder zugezogen. Draußen ist es dunkel, dicke Gewitterwolken hängen drüber, das Donnergrollen ist auch immer näher gekommen, also es zieht genau auf euch zu. Seid mir nicht böse, aber lasst uns vielleicht noch den Rest vom Haus anschauen und dann hier verschwinden. Ich möchte hier die Nacht nicht verbringen mit diesen ganzen Leichen um und im Haus. Was ist mit dem, der da hinten in der Ecke liegt? Was ist mit dem passiert? Habt ihr euch den schon angeguckt? So genau noch nicht, ehrlich gesagt. Ich kann schon keine Leichen mehr sehen. Ja, mein Bedarf für heute ist auch gedeckt. Drei Tote und ein Wahnsinniger. Wo ist Clarabus reingeraten? Also die Leiche in der Ecke, jetzt wo du die genauer anschaust, weist eine ganze Reihe an Prellungen auf und hat auch eine Bisswunde am Hals. Insgesamt, was am ehesten oder am meisten dann ins Auge springt, ist die grünliche Färbung, die so seine Haut halt hat. Gib mir da noch mal eine Stabilitätsprobe. Der Fritz auch, der sich da dezent zurückhält. Ja, du hast ja die andere Leiche noch gesehen im Flur. Ach. Also eine darfst du noch machen. Okay. Das ist ja noch verrückter. Habt ihr gesehen, wie sich seine Haut verfärbt hat? Das ist nicht natürlich. Das scheint grünlich. Reptilienartig schon fast. Es hört aber auf mit den Horrorgeschichten hier. Das kann doch auch von der Verwesung passiert sein, oder? Nein, kann es leider nicht. Also, wenn ich es richtig sehe, Otto hat es mal wieder geschafft mit 45 von 61. Der Albert hat es geschafft mit 38 von 56. Wilhelm hat es sogar schwierig geschafft und der Fritz natürlich nicht. Nein, der guckt lieber Dampfmaschinen an als Leichen. Dann gib dir nochmal ein W4, die du von der Stabilität abziehst. Oh ja. Wo haben wir denn den Fritz? Der Fritz hatte Stabilität von 60. Ja, okay. Mühsam verlierst du. Ich halte mich krampfhaft an meiner Behelfskeule fest. Fässt sich die Haut komisch an von der Leiche? Also anders, als ich quasi normale menschliche Haut erwarten würde? Nein. Nicht wirklich, nee. Also auffällig ist wirklich nur die eher der grünliche Ton halt, ne? Otto, was denkst du, wie lange liegt der hier schon? So, jetzt hier? Ich kann auch nur raten, also... Dann mutmaße. Ich mutmaße.
Genauso lang wie die anderen. Ja, also ich denke mal so 3-4 Tage vielleicht. Nicht länger. Aber da ist doch so eine Hautveränderung doch etwas ungewöhnlich, oder? Hast du sowas schon mal gesehen? Nein, ich habe sowas noch nie an einer Leiche gesehen. Eigentlich werden sie eher grau, blass, aber nicht grün. Vielleicht mal blau, aber also leicht bläulich, aber nee, nicht so, nein. Sei es drum, lasst uns nach oben, wir müssen Clara finden. Die Zeit scheint zu drängen. Ja, würde ich auch sagen. Lasst uns nach oben laufen. Vielleicht noch einen Kerzenständer oder ähnliches in die Hand. Oder eine Vase, irgendwas, was ich zu fassen krieg. Also Vasen gibt's da jede Menge. Ich gönn dir auch einen Kerzenständer. Von mir aus auch, wenn du möchtest, einen Schürhaken, der neben dem Kamin steht. Ja, dann nehme ich den Schürhaken. Dann schnappe ich mir den Kerzenständer. Apropos Kerzenständer, gibt es hier in dem Haus schon Elektrizität? Nee, nein, dafür liegt es zu weit ab vom Schuss. Es ist jetzt aber auch schon, also es wird schon langsam dämmerig, oder ist es immer noch hell genug? Es wird langsam dämmerig, aber die Hauptdunkelheit kommt von den schwarzen Gewitterwolken, die über euch dann aufgezogen sind. Also ja, Beleuchtung ist definitiv jetzt angezeigt. Ich habe ja Streichhölzer. Sind die Kerzen auf dem Kerzenständer schon komplett runtergebrannt? Nein. Also die haben noch 2-3 Zentimeter sind noch da. Denkst du, wir sollten die jetzt schon anzünden, wenn wir nach oben gehen, oder? Ja, vielleicht schon. Also ich will jetzt hier nicht irgendwie irgendwelche dunklen Ecken haben. Nee, zünd mal an, bitte. Zumal der innenliegende Flur ohne Fenster Doch recht dunkel ist, genau. Okay, dann zünde ich die doch gerne an. Jungs, im Anbetracht der Situation, was haltet ihr davon, wenn ich mir das Auto anschaue, ob wir das irgendwie fahrtüchtig machen können? Ich will jetzt eigentlich nicht bei Gewitter noch durch den Wald und hier im Haus will ich eigentlich auch nicht bleiben, die Nacht. Aber allein zum Auto will ich auch nicht. Oder sollen wir zügig das obere Stockwerk durchsuchen und dann gemeinsam zum Auto? Ich denke, das wird das Beste sein. Ich denke auch. Kommt schnell. Lasst uns wirklich schnell nach oben. Also ich habe die Hosen bis zum Kragen voll, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da bist du nicht allein. Das ist uns allen nicht geheuer, denke ich. Ich trage dann den Kerzenständer mit den brennenden Kerzen. Also Fritz hat sein Knüppel jetzt auch schlagbereit. Er ist hypernervös und irgendwo falsche Bewegung und es kann sein, dass er zuschlägt. Ich spiele auch schon in der Hosentasche mit dem Taschenmesser rum, so dass ich es ziehen könnte, falls ad hoc irgendwas passiert. Also geht ihr aus dem Wohnzimmer raus, durch den Flur Richtung der Treppe nach oben. Mhm. Ich gehe ganz eng an der Wand entlang, um einen großen Bogen um die Leiche zu machen. Die Treppe knarzt unter euren Füßen und wenig überraschend ist es der Aufbau etwa ähnlich wie im Erdgeschoss. Das heißt, auch da ist wieder der kreuzförmige Flur, der sich relativ lang von eurem Blickwinkel aus von Osten nach Westen zieht. Mittendrin ist wieder eine Kreuzung drin. Riecht da genauso modrig wie unten? Nein, nicht so. Hier scheint die Luft etwas besser zu sein. Ist nicht so vermodert. Oder täusche ich mich? Nein, ich riech's hier auf einmal auch nicht mehr. Nun, lasst uns schauen, ob wir einen Raum finden, wo sich Clara befindet. Ich geh da mal bis zur Ecke vor. Genau, ich würde mich auch bis an die Ecke drücken und quasi so nach links und rechts schauend, ob ich irgendwas in den Quergängen erkenne. Die Quergänge, die sich nach Norden und Süden halt dann ergeben, bieten euch jeweils zwei Türen. Die beiden Türen im Norden, im nördlichen Bereich, stehen so ein bisschen angelehnt. Im südlichen Bereich, die beiden Türen sind zu. Die angelehnten Türen würden mehr meine Aufmerksamkeit erregen. Ja. Also ich würde auf jeden Fall als erster dahin gehen. Natürlich immer in der Nähe von Otto, damit wir den Lichtschein haben. Richtig, ja. Also das nordwestliche Zimmer ist ein Schlafzimmer. Zwei einzelne Betten stehen drin, die auch benutzt aussehen. Es steht eine Reisentaschen drin. Also hier haben Personen geschlafen. Es sind da diese Taschen. Sieht man irgendwo Kleidungsstücke rumliegen? Ja, sieht man.
Also auch in den Taschen. Ja, Herrenkleidung oder Damenkleidung. Genau, das sind Herrenkleidung. Nein, das sind Herrenkleidung. Das Zimmer im Nordosten ist ähnlich, auch ein Schlafzimmer mit zwei Betten. Davon ist allerdings nur eins benutzt. Recht zerwühlt, da liegen auch jede Menge Kleidungsstücke drauf und auch in der Tasche irgendwo in der Ecke. Aber auch Herrenkleidungsstücke. Auch Herrenkleidungsstücke. Also wenn Clara hier war, dann wird sie wahrscheinlich ein eigenes Zimmer gehabt haben, oder? Ja, ziemlich sicher, ja. Vielleicht da gegenüber, auf der anderen Seite. Dann lass uns schauen. Also ich öffne dann die linke Tür. Ist das Badezimmer. Steht ein altes Gut. Gusseiserne Wanne drin, eine Toilette, Waschbecken. Ja, sogar eine Dusche ist vorhanden. Da stehen Hygieneartikel auch rum oder gibt's da sonst nichts? Da stehen Zahnbürsten rum und alles, was man halt so erwartet in einem Badezimmer. Seife, Handtücher. Aber keine Clara. Nein. Die rechte Tür? Genau, im Südosten des Obergeschosses ist ein sehr großes Zimmer, in dem sich mindestens drei Betten befindet. Das ist komplett leer. Also die Betten sind gemacht. Das ist aber so ein großes Laken drüber gezogen zum Staubschutz, Schränke in den Wänden, aber das sieht so aus, als wäre dieser Raum nicht genutzt worden. Okay, dann hier ist sie nicht, dann weiter, kommt. Das Gewitter ist mittlerweile genau über euch, es rumpelt heftig, Wetterleuchten, es blitzt also immer wieder mal. Bei jedem Donner zuckt Fritz zusammen. Ich zuck auch bei jedem Donner merklich zusammen. Der Regen prasselt aufs Dach. Ihr seid ja jetzt unter dem Dach im Grunde genommen. Wo ist sie denn? Sie muss doch hier irgendwo sein. Schleicht den Gang weiter nach Westen. Da befinden sich jetzt noch zwei Türen, einmal am Gangende und einmal im Richtung Süden. So. Ich würde mal die Richtung Süden aufmachen. Komm, Otto, leuchte da mal rein. Ein Einzelzimmer mit eigenem Waschbecken und von unter dem Bett hört ihr ein schweres Atmen, ein Schluchzen. Da ist jemand oder irgendwas. Clara? Clara, Cousinchen, bist du das? Wilhelm hier, erkennst du mich? Es ist Clara, die sich da unter dem Bett versteckt hält. Sie sieht völlig durch aus. Dunkel, unterlaufene Augen, verheult, verweint. Sie reagiert auf deine Ansprache dahingehend, dass sie noch weiter unter das Bett reinkriecht. Sie scheint dich also nicht zu erkennen. Clara, was ist denn los? Jesus Maria, was ist mit der los? Sie ist völlig verstört. Ich bin's, erkennst du mich nicht? Komm doch her. Komm, wir bringen dich hier weg. Geh weg, ich hab das nicht gewollt. Lass mich in Frieden. Was? Ich? Beruhig dich, keine Sorge, dir wird nichts passieren. Wir sind da, wir nehmen dich mit. Ab jetzt ist alles gut, versprochen. Komm einfach mal, komm her, komm in meine Arme. Ich beschütze dich, ich verspreche es dir. Guck, dass er unter dem Bett, ich will hier weg. Es ist nicht wirklich schwierig, die Clara unter dem Bett hervorzuziehen. Sie ist erstaunlich leicht. Ich meine, sie war immer schon eher ein schlankes, kleines Mädel, aber spätestens, als du sie halt herausziehst, wird auch so ein bisschen klar, okay, die Haut ist ein bisschen schrumpelig. Sie ist völlig schlaff. Wahrscheinlich hat sie auch schon seit einigen Tagen weder getrunken noch gegessen und absolut fertig mit der Welt. Los, Wilhelm, nimm sie mit. Wir müssen zum Auto und dann weg hier. Also ich würde meinen Mantel ausziehen, ihn ihr überhängen. Komm, wir bringen dich hier weg. Komm nur mit. Gib mir deine Hand, komm. Lässt sie sich mitnehmen? Sie lässt sich, ja, willenlos mitführen. Ja. Okay, ja, dann los, raus hier. So schnell wie möglich raus hier. Wer ist der Letzte, der den Raum verlässt? Ja, das bin dann wohl ich, weil Wilhelm mit ihr wird's nicht sein. Ja, ich. Bei einem Wetterleuchten draußen gewinnst du kurz den Eindruck, als würde jemand vor dem Haus stehen. Du kannst also aus dem Fenster direkt nach vorne rausschauen und meinst, deine Gestalt gesehen zu haben. Gott, Leute, ich glaube, da draußen steht jemand. Was? Ich hab's nur sehr kurz gesehen, beim Wetterleuchten, beim Blitzen, aber jetzt ist es wieder weg. Lasst uns aufpassen, wenn wir rausgehen. Nicht, dass es dieser wahnsinnige Axtmörder ist. Clara, kann es sein, dass noch jemand da ist? Also, lasst uns logisch vorgehen. Wir haben jetzt zwei Zimmer gesehen mit drei benutzten Betten. Wir haben hier drei Leichen. Und hier haben wir noch eine Tür. Vielleicht sollten wir noch
dort einen Blick riskieren und zählen, wie viele Betten benutzt sind. Dann können wir vielleicht ableiten, wie viele Leute hier im Haus waren. Das wäre jetzt müssen mindestens 4 gewesen sein, mit, wenn wir Ferdinand einrechnen. Ja, wir haben ja schon 4 Leichen gefunden, ne? Oder? Wir haben 3 Leichen gefunden. 3 Leichen und Ferdinand. Und aber 3 Betten waren benutzt. Mhm. In den 2 Zimmern. Gut, aber Ferdinand kann sein, dass der gar nicht da geschlafen hat. Ja, aber, ja, okay. Ja, lasst uns mal in, ja, ich weiß nicht, ja, schauen wir in das Thema rein, ist ja. Auf das kommt jetzt auch nicht mehr an. Passt nur auf, ob das niemand von der Treppe kommt. Ich hab die Treppe im Blick mit meinem Dübel in der Hand. Ich schau dann in den Raum rein. Von unten hört er die Tür zuschlagen. Scheiße! Verdammt! Los, schnell in das Zimmer rein. Er kommt! Er bringt uns alle um. Ich will nicht sterben. Wer denn, Clara? Wer denn? Los, geht ins Zimmer. Durch die Tür, ja, geh mal. Ja. In das neu aufgestoßene Zimmer rein. Achso, das letzte noch verblieben, ne? Das. Richtig. Das ist das, was ich im Krieg gelernt habe. Versteck dich in neu entdecktem Territorium. Ich meinte eigentlich auch nicht dieses Zimmer, aber gut. Okay, das letzte Zimmer, also ganz im Westen, ist ein weiteres großes Schlafzimmer für 4 Personen, auch komplett unbenutzt. Schnell, nehmt die Laken, bindet sie zusammen, wir klettern aus dem Fenster. Warte, lass uns erst die Tür verbarrikadieren. Ja, schieb den Kasten davor, schnell. Ja, die Tür zumachen, den Kasten schieben und dann aber auch an der Tür so stehen, falls einer reinkommt, wieder erwarten, dass ich draufschlagen kann. Ich würde schon mal die ersten Laken hastig zusammenbinden. Mhm, okay. Die anderen schieben irgendeinen Schrank vor die Tür. Oder so. Genau, mhm. Also ich würde mich auch am, ich würde mit Fritz gemeinsam den Kasten, der da oben steht im Zimmer, davor schieben. Und vielleicht auch noch das Bücherregal, das da unten im Zimmer ist. Sollen wir das auch noch? Auf jeden Fall sollte einer vor dem Kasten stehen bleiben und ihn gegen die Tür drücken, damit auch sicher niemand... Oh mein Gott. Wir schieben noch das Bücherregal damit zu. Mhm. Komm, fass mal mit an. Otto hat alle Laken miteinander verbunden. Albert, ja. Habe ich getan. Albert, genau. Von draußen vernehmt ihr das prägnante Knarzen der Treppe. Verdammt, der kommt hoch. Dann ruhig. Okay, dann würde ich das Fenster aufstoßen. Welches? Das nach Norden, nach Süden oder eines von denen, die nach Westen zeigen? Ich zeig auf das Fenster in den Süden. Das da, nimm das da. Okay, wir nehmen das südliche. Und dann quasi die Lakenleine heraushängen. Ja, genau. Voll. Also an einem Bettbein von dem Bett, das am nächsten zum Fenster steht, da befestigen wir die Laken und lassen es dann runterhängen, um dann einer nach dem... Sind die Betten massiv genug, um sowas zu halten? Kommt uns das so vor? Die sind schon rustikal. Lasst uns das Bett an die Wand schieben, dann kann es nicht rutschen. Genau, das ist ein guter Plan. Also hier in die, das ist hier quasi direkt in diese Ecke zum Fenster, da gegen die Wand geschoben, dass es nicht mehr weiter runter, dass es da an der Wand verkeilt ist. Ja, ist okay. Wer geht zuerst? Okay, dann gehe ich zuerst und würde dann nach mir direkt Clara haben wollen, glaube ich, weil sie muss ja irgendwie einen vor und einen nach uns haben. Weil ich glaube nicht, dass sie alleine so wirklich da runterkommt. Und ich versuche an dem Schrank und Regal zu lauschen, ob ich was am Gang noch höre. Durch die Barrikade. Dann gibt der Albert mir jetzt erstmal eine Probe auf Klettern. Ja. Oh. Mhm. Das war nichts. Wer 20 und eine 47 gewürfelt. Genau, das ist also ein ganz klarer Fehlschlag. Ja, dann, was passiert? Oder willst du es forcieren? Forcieren heißt, du kannst gerne den Wurf wiederholen, unter Androhung von schlimmen Dingen. Nee, das hat nicht so viel Sinn. Nee, dann, was passiert? Du kletterst aus dem Fenster, hältst dich an dem Bettlakenseil fest und machst so die ersten Schritte abwärts und... Findest aber keinen so richtigen Halt und auf halber Strecke merkst du, das ist doch schwieriger, als es vielleicht immer so klingt und rutscht so die letzten 2 Meter dann richtig runter und landest unten auf deinem Hosenboden. Okay, verdammt! Beim Runterrutschen quasi die Hände dann festgehalten, während ich gerutscht bin? Sprich, sind die jetzt alle aufgeraut und blutig? Oder war es mehr ein Fall? Es war mehr ein Fall. Sag mal, Steißbein tut weh, ja? Leute, macht schnell, aber auch langsam, wenn ihr am Klettern seid. Es ist doch schwieriger als gedacht. So, dann jetzt Clara, wir müssen sie irgendwie runter... Ja, irgendwie, wir müssen sie, glaube ich, runterreichen. Ich glaube, selber klettern kann sie nicht.
Die Einschätzung würde ich auch als Spielleiter teilen, ja. Die ist kaum in der Lage, sich selber irgendwie aufrecht zu halten, geschweige denn. Dann würde ich die Bettlaken hochziehen, um sie herumbinden und dann sie quasi so Schritt für Schritt runterlassen, also sie übers Fenster drüber heben und dann das Seil langsam nachgeben, so dass sie runter baumelt. Ich halte dann das Seil mit fest, dass wir sie dann zu zweit dann sichern. Und ich werde natürlich frühestmöglich versuchen, sie dann halt an mich zu nehmen, sprich, dass ich sie stütze, wenn sie noch, keine Ahnung, 1,5 Meter so vom Boden entfernt ist, sobald ich sie erreiche, damit ich sie dann schneller runterziehen kann. Okay, nee, das gönne ich euch. Ist eine gute Idee. Es geht zwar ein bisschen in die Arme, kostet also Kraft für diejenigen, die oben die Bettlaken halten. Ist auch ein gewagtes Unterfangen, ob dieser Knoten auch wirklich so hält, wie ihr ihn um die Clara halt herumgewickelt habt, aber es gelingt. Und kurz bevor Albert Clara unten in Empfang nimmt, pocht es auch schon an der Tür halt. Irgendjemand ist an der Tür. Mist, Mist, Mist. Los, jetzt schnell raus. Wir sind jetzt eh alle schon wahrscheinlich am Fenster. Oder Fritz, bist du noch? Ich bin noch ein bisschen an der Tür und drück noch gegen den Schrank. Okay, dann Otto, du oder ich? Beeilt euch. Los, du musst zu Clara. Los. Nun macht schon. Okay, dann steige ich aufs Fensterbrett und klettere runter. Mit, rutsche aber auch am ja, also, Seil ab. Ich wollte gerade sagen, also 71 von 20, das ist, genau, du rutscht richtig runter. Könnte ich reagieren und versuchen, seinen Sturz etwas zu lindern? Weil ich habe natürlich nach oben geschaut und sehen ja wahrscheinlich etwas fallen. Ja, dann gib mir mal eine Geschicklichkeit. Ob dir das noch irgendwie... Ja, schwieriger Erfolg. Schwieriger Erfolg, okay. Ja, du siehst, wie Wilhelm quasi von oben am Seil direkt runterrutscht, weil das Seil mittlerweile durch den Regen so ein bisschen durchnässt ist und glatt, glitschig wirkt. Er rauscht runter und du schnappst ihn unten irgendwie mit auf und ihr beiden landet also dann rücklings auf dem Boden. Für Wilhelm relativ angenehm, weil du drunter liegst. Aber Glück gehabt, es passiert nichts Schwerwiegendes. Oben schlägt jemand fester gegen die Tür. Das klingt so, als würde jemand mit einer Axt versuchen, die Tür einzuschlagen. Oh nein, lass Fritz, raus jetzt, Fritz, Otto. Raus, raus. Jetzt komm schon, raus. Otto, beweg dich. Wo bleiben die denn? Oh, du Dickkopf. Dann kletter ich jetzt aufs Fensterbrett und versuche, nach unten zu kommen. Es sind ja nur 3 Meter. Aber bei einem Wurf von 29, bei maximal 20, nee, das klappt nicht. Ich würde in der Zwischenzeit Albert die Clara anvertrauen und quer nach rechts laufen zu dem Auto und schauen, ob ich das starten kann. Das machen wir gleich. Mhm. Ja. So, erstmal der Otto rauscht halt auch irgendwie runter und da ihn keiner auffängt, du knickst unten ein bisschen um, ja? Mhm. Ist ja einmal ein Fuß verknickt. Nicht schmerzhaft, also schmerzhaft, aber wahrscheinlich nichts Schlimmes. Verdammt, Otto. Ja, geht schon. Fritz! Kannst du stehen? Das Türblatt ist durch. Jetzt! Spring, Fritz! Ich humpel so ein bisschen zur Seite. Ich würde erstmal meinen Knüppel runterwerfen und auch runterklettern. Ich bin natürlich jetzt wieder geistesgegenwärtig und versuche, was abzufangen, falls eventuell was passiert, so gut es geht. Fritz kann auch nicht klettern, der hat auch einen Fehlschlag. Nach der ganzen Belastung, genau, es löst sich einfach nur der Knoten oben, also kurz bevor du den Boden erreichst, hat sich der Knoten gelöst vom Bett. Das gesamte Betttuch, Seil rauscht runter und ja, auch du fällst, ist die Frage, fällst du, Albert, fängst du? Ich versuch's. Ich nochmal auf Geschicklichkeit würfeln? Mhm. Ja, okay. Regulärer Erfolg. Du fällst dem Albert in die Arme. Oh, dankeschön. Gerne. Aber zumindest ein gutes hat's. Der kann nämlich an Dings runterklettern, weil das habe ich ja jetzt quasi in der Hand. Hör auf zu schnacken, los jetzt. Aber er könnte seine Axt werfen, also lauft. Ich nehme das Betttuch, was runtergefallen ist, nehme ich mit. Also ich nehme Clara an die Hand und würde dann Richtung Auto laufen. Und ich hebe wieder meinen Knöbel auf, den ich vorher habe runterfallen lassen, dass ich den wieder habe. Kann Otto nochmal laufen? Oder muss er gestützt werden? Ich würde ihn stützen. Los, zur Eingangstür. Wir müssen gucken, dass wir die irgendwie vielleicht noch verbarrikadiert bekommen. Aber mit was, Otto? Mit was? Wilhelm ist vorgelaufen zum Auto. Ja, und nachdem ich ja hoffe mal so viel Erfahrung mit Autos habe, dass ich auch weiß, wie man dieses startet. Wahrscheinlich mit einer Handkurbel oder so, keine Ahnung.
Ja, ich meine, das wäre Handkurbel. Ja, als ich da sehe, dass du Wilhelm am Auto, dann würde ich auch Otto stehen lassen. Ich schaue, ob ich Wilhelm helfen kann. Ja, mach das. Otto, ich glaube, das bringt nichts, wenn wir die Vordertür blockieren. Dann springt er halt durchs Fenster. Lass uns lieber auch schnell zum Auto. Aber wir müssen ihn, also... Wie willst du ihn denn aufhalten? Ach, was weiß ich? Das Haus ist voll verfenstert. Na dann, los, lauf. Vor allem Clara muss zum Auto. Nimm du Clara, ich nehme mich selbst. Okay, welch ein Glück, dass es ein Viersitzer ist. Ihr quetscht euch also da ins Auto rein. Ist es dann angegangen? Es ist nach einigen Gekurbele angesprungen und stottert sich halt dann jetzt warm. Los jetzt rein! Drück auf die Tube, Wilhelm. Ja, ich geb Gas und schau, dass ich so schnell wie möglich da wegkomme. Und holpert da den schlecht ausgebauten Waldweg entlang, kommt an der Straßenkreuzung an, wo auch Wilhelms Auto steht. Kann jemand von den anderen Auto fahren? Nein, oder? Doch, ich kann. Dann würde ich mein Auto, also würde ich das Auto laufen lassen und nur kurz schauen, ob wir das andere anspringen lassen können. Wenn es nicht gleich funktioniert, dann lassen wir es derweil da stehen. Das hat ja noch nicht lang gestanden, das springt relativ zügig an. Okay. Vor allem kennst du ja den Kniff, wie du dein eigenes Auto ankriegst. Ne? Die Dreivierteldrehung mit richtig Schwung und dann ein bisschen sanfter nachdrücken. Genau. Und so rauscht ihr dann mit zwei Autos in Kolonne vom Ort des Geschehens weit weg. Was ist euer Ziel? Wo fahrt ihr direkt hin? Ich würde vorschlagen, in Gasthaus oder dann, um da Polizei zu rufen. Also zurück nach Göttingen oder nach Herzberg? Nach Herzberg, oder? Das ist das Naheliegende. Ja, es liegt mir aber zu nah dran. Eben, ich würde so viel Raum wie möglich zwischen mich und dieses Haus bringen. Ja, wir sollten schauen, wie der Spritstand bei den beiden Autos ist. Und wenn das ausreichend ist, dann würde ich auch vorschlagen, dass wir direkt bis nach Göttingen durchfahren. Da sind wir eh noch eingecheckt im Hotel. Da haben wir ja nicht ausgecheckt, oder? Nö. Okay, also ihr fahrt durch nach Göttingen. Ich würde dann die Zeit im Auto auch damit zubringen, Clara möglichst irgendwie wieder auf den Damm zu bekommen, so dass sie wenigstens vom Kopf her wieder ein bisschen klarkommt. Das wird dir aber in dieser zweistündigen Autofahrt eher wenig gelingen. Vielleicht habt ihr eine Feldflasche dabei mit Wasser oder so. Das wird sie dann auf alle Fälle als erstes gerne zu sich nehmen, weil dieser Zustand des Wassermangels, der Dehydrierung, führt sicherlich auch dazu, dass sie ein bisschen umnächtigt ist. Ihr fahrt also jetzt dann eure zweieinhalb Stunden durch den Harz, durch den Regen, durch Gewitter. Bringt möglichst viel Distanz zwischen euch und dem Tagungshaus des Konvents, kehrt im Hotel Ratshof wohl wieder ein. Yep. Ja, ich nehme an, das ist eure Zieladresse. Ja, leckt da eure Wunden, kühlt den Knöchel, der da ein bisschen verletzt worden ist, und hockt wahrscheinlich gemeinsam in einem Zimmer. Die Clara liegt auf dem Bett. Schläft, nachdem du ihr irgendein Mittelchen gegeben hast, das du eigentlich noch gar nicht verschreiben darfst, aber wie der Zufall so will, dann doch in der Arzttasche untergekommen ist. Das ist ja auch ein Notfall. Genau. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr die Nacht schlafen könnt oder nicht. Wahrscheinlich ist aber noch zu aufgewühlt, um da irgendwas zu machen. Schmiedet vielleicht noch ein paar Pläne, wie es jetzt weitergehen wird. Ja, jedes Mal, wenn der Fritz versucht, die Augen zuzumachen, dann sieht er da dieses angenagte Bein vor sich und dann schreckt er wieder hoch. Ich hocke die halbe Nacht am Fenster und beobachte die Straße, ob da nicht dieser Mann wieder auf oder dieses was auch immer auftaucht. Also ich kriege auch ebenfalls kein Auge zu und würde stattdessen wohl eher noch ein wenig das Buch studieren. Okay. Wie wären eure Planungen für den nächsten Tag? Also ich würde vorschlagen, dass wir zur Polizei gehen. Dass die das Haus da sich vornimmt und diesen Typ mit der Axt. Und dann auf schnellstem Weg zurück nach Heidelberg, oder? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Clara abliefern. Na, vielleicht kann man auch am nächsten Tag auch ein bisschen schon aus ihr herausbekommen, was genau dort vorgefallen ist. Vielleicht hat sie sich dann schon insoweit beruhigt und wenn sie eine gute, warme Suppe bekommen hat und merkt, dass sie einigermaßen in Sicherheit ist, dass sie dann beginnt, ein bisschen zu sprechen. Das kann aber wirklich noch gut einige Tage dauern. Ja. Es wird wahrscheinlich auch ein Spezialist vonnöten sein, um ihr die Wahrheit irgendwie wieder zu entlocken. So plant ihr also denn den nächsten Tag oder die nächsten Tage und wir lassen es für heute dann soweit dabei bleiben.
Mhm. Ihr seid alle nochmal mit heiler Haut davongekommen, habt noch ein paar offene Punkte, denen ihr nachfolgen könnt. Das Abenteuer ist an der Stelle soweit erstmal zu Ende und wir würden dann in voraussichtlich 2 Wochen, wenn mich mein Kalender nicht täuscht, mit einem Teil 2 dann fortfahren. Ach, sehr schön. Wunderbar. Gerne. Vielen, vielen Dank. Ja, Dankeschön. Insofern, genau, bis dahin und auch danke von mir. Übrigens, diesen Podcast könnt ihr bereits ab 1 Euro auf patreon.com/jägersnet unterstützen. Unterstützern winken dabei kleine Goodies und wir sind euch für die Wertschätzung für unsere Arbeit natürlich sehr dankbar. Cthulhu bzw. Call of Cthulhu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus und dem Team von Cthulhus Ruf für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paint the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Weitergehende Informationen zum Podcast findet ihr auf jägers.net, dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Ansonsten freuen wir uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Okay, kurze OT-Frage. Wie viel Zeit haben wir noch? Ich bin flexibel. Ich richte mich dann auf euch. Also bis 22.30 könnte ich noch. Ja, ich denke bei mir so 22.30, 23 ist noch drin. Ja, in dem Korridor liege ich auch. Okay, dann versuchen wir das noch. Also deutlich länger wollte ich sowieso nicht machen. Sonst wäre jetzt ein geeigneter Punkt gewesen, zu sagen, okay, jetzt machen wir hier einen Cut. Aber dann gehen wir noch rauf. Da bin ich total gegen. Dem stimme ich zu. Der letzte Cliffhanger war schon böse. So. Ja, aber der wäre doch jetzt noch schöner gewesen. Nein. Okay, wir gehen wieder in Time. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2018.